Schade. 9 von 10 Selbstständigen gehen innerhalb der ersten 5 Jahre pleite. Und einer der Hauptgründe ist leider immer wieder das ganze Thema der Steuer. Genau aus dem Grund schauen wir uns das heute genauer an, damit du auch für dich schauen kannst, was heißt das Ganze eigentlich und wie du dir vor allem diese positiv für dich nutzen kannst. Bevor wir darauf eingehen können, wie du die Steuer für dich nutzen kannst, müssen wir uns allerdings ein wenig Theorie anschauen. Nämlich, wozu dient die Steuer überhaupt, beziehungsweise wie funktioniert das Ganze? Und ja, ich weiß, die allerwenigsten mögen die Theorie. Aber die ist halt einfach wichtig, um die Dinge zu verstehen. Deswegen beiß die Zähne zusammen und los geht's. Steuern dienen ganz allgemein dazu, die Aufgaben sowie auch die Ausgaben des Staates zu finanzieren bzw. auch sicherzustellen. Darunter fallen Tätigkeiten wie zum Beispiel Ausbau der Infrastruktur, Zuschüsse zu Renten und Sozialversicherungen, die Unterhaltung von Kitas und Schulen oder zum Beispiel auch die alltägliche Müllabfuhr bzw. Straßenreinigung. Das heißt natürlich auch, je mehr Geld ein Bundesland oder auch eine Kommune zur Verfügung hat, umso bessere Bedingungen können geschaffen und auch gestellt werden. Und dazu kommt, dass das Steuersystem auf dem sogenannten Leistungsprinzip beruht. Das heißt, je mehr Geld ich verdiene, umso mehr gebe ich an Steuern ab, damit natürlich diejenigen, die wenig verdienen, nicht so eine hohe Steuerlast haben. Jetzt wissen wir, wozu die Steuern dienen. Jetzt natürlich aber wichtig, welche Steuern fallen denn für selbstständige Unternehmer an? Und hier machen wir wirklich nur einen kurzen Überblick, weil alles andere würde den Rahmen des Videos komplett sprengen. Wenn ihr dazu gerne mal mehr wissen wollt, also sprich ein separates Video, schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare bei uns mit rein. Bei den Steuern sind 2 Parts zu unterscheiden, nämlich einmal die Personengesellschaft bzw. Einzelunternehmer und das zweite sind die Kapitalgesellschaften. Bei den Personengesellschaften fallen insgesamt 3 mögliche Steuern an. Das ist das ganze Thema der Gewerbesteuer, der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer. Bei Kapitalgesellschaften können bis zu 4 Steuerarten anfallen. Zum einen die sogenannte Körperschaftssteuer, das ist ein bisschen das Pendant zur Einkommenssteuer. Gewerbesteuer kann genauso anfallen, Umsatzsteuer auch und es gibt noch die sogenannte Kapitalertragssteuer. Diese fällt allerdings nur an, wenn auch Dividenden ausgezahlt werden bzw. Ausschüttungen an Gesellschafter stattfinden. Um die Steuer positiv für dich zu nutzen, schauen wir uns im heutigen Video die Körperschaftssteuer bzw. die Einkommenssteuer genauer an, denn diese haben eine Gemeinsamkeit, welche sehr, sehr viel Einfluss darauf hat, wie viel Steuern du zahlst. Und das ist das zu versteuernde Einkommen. Das zu versteuernde Einkommen hängt natürlich ein ganzes Stück weit von deinen Umsatzerlösen ab. Allerdings, Umsatzerlöse und zu versteuerndes Einkommen ist nicht zwingend das Gleiche, sondern du kannst das Ganze hier minimieren und das, indem du hier Kosten halt angibst. Und um zu wissen, wie du genau diese Differenz für dich erhöhen kannst, müssen wir leider noch mal einen kurzen Abschnitt in die Theorie machen, nämlich wozu dienen halt eigentlich Unternehmen und was ist denn ihre Aufgabe? Unternehmen dienen dazu, die Wirtschaft bzw. das Land aufzubauen und voranzubringen, den Bürgern einen Mehrwert zu liefern und natürlich auch einen höheren Lebensstandard zu ermöglichen. Aus diesem Grundverständnis heraus bedeutet das, je mehr du an andere wieder zurückgibst bzw. für Wohlstand in der Bevölkerung sorgst, desto mehr fördert genau dies der Staat bzw. erkennt solche Kosten in der Steuererklärung wesentlich besser an. Denn du musst dir es so vorstellen, der Staat freut sich natürlich genauso, wenn es seiner Bevölkerung gut geht. Und gleichzeitig ist es so, je besser die Wirtschaft funktioniert, umso attraktiver wird natürlich auch wieder der Staat für andere Unternehmen, zieht die also an und kann dadurch nochmal mehr positiven Einfluss auf die Wirtschaft erhalten. Das heißt wiederum, dass du genau diese Punkte für dich wunderbar nutzen kannst, aus dem einfachen Grund, du kannst dir einen höheren Lebensstandard aufbauen und gleichzeitig dir mehr Zeit verschaffen, wenn du weißt, wie genau das funktioniert. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ich drücke das alles sehr, sehr vereinfacht aus, aber letztendlich ist das genau die Grundaussage, die du für dich verstanden haben musst. Was du in welcher Höhe konkret in deiner Steuererklärung angeben kannst, solltest du unbedingt mit deinem Steuerberater nochmal besprechen. Wenn du noch keinen Steuerberater hast, dann such dir einen und zwar sofort. Was nützt dir diese ganze Theorie jetzt für die Praxis? Zum einen, jeder Mitbürger muss seinen Anteil leisten und entsprechend Steuern zahlen. Also auch du als Selbstständiger bzw. Unternehmer. Deswegen Grundregel Nummer 1, lege dir jeden Monat von deinen Erlösen einen Betrag für die Steuer beiseite. Leg dir dafür gerne ein separates Konto zu, das ist auch meine Empfehlung auf jeden Fall an dieser Stelle, damit du dieses Geld nicht einfach ausgibst, sondern wirklich, wenn der Rechnungsbetrag vom Finanzamt gefordert wird, du diesen ohne Probleme bezahlen kannst. Wenn du dazu gerne auch nochmal mehr wissen möchtest, gerade das ganze Thema des Kontosystems, dann findest du hier oben jetzt nochmal ein Video verlinkt, wo wir ganz speziell auf Finanztipps für Selbstständige eingegangen sind. Und jetzt kommt der große Twist, den du für dich unbedingt mit reinnehmen solltest. Sehr viele Selbstständige sehen die Steuer eher so als Last und als Negatives. Doch dreh das Ganze für dich um
und nutze das eher als Möglichkeit und Chance für dich, mehr aufzubauen bzw. mehr Zeit auch zur Verfügung zu haben. Denn wir wissen ja jetzt, dass der Staat Beiträge fördert, die halt die Gesellschaft voranbringen, im jetzigen Moment oder aber zukünftige Situationen fördert. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Mitarbeiter als Assistenz für dich einstellst, dann kostet er zwar im ersten Moment Geld für dich, aber du hast einen Arbeitsplatz geschaffen. Das heißt, du hast dafür gesorgt, dass ein anderer seine Existenz gesichert hat und die Arbeitslosenzahl geht ein Stück weit halt runter. Und genau diese Kosten für den Mitarbeiter kannst du jetzt wiederum in der Steuererklärung geltend machen. Das heißt, du hast in dem Sinne weniger Steuern zu zahlen und auf der anderen Seite hast du mehr Zeit zur Verfügung, weil natürlich die Assistenz dir dort einiges an Arbeit abnimmt und du dadurch deine Zeit besser wiederum nutzen kannst. Ob du diese Zeit jetzt für Arbeit mit investierst oder ob du sagst, okay, das verschafft dir mehr Freizeit, dass du andere Lebensbereiche wieder mehr für dich nutzen und auch leben kannst, das ist wiederum komplett deine Entscheidung. Genauso kannst du aber auch Kosten eintragen bzw. geltend machen, die für die Zukunft sind. Jetzt wie zum Beispiel für die persönliche Weiterentwicklung, wenn du Seminare besuchst oder dir Bücher zulegst oder ähnliches. Oder aber zum Beispiel, wenn du in Forschung und Entwicklung investierst, dann kannst du auch genau das wiederum geltend machen, weil der Staat weiß, okay, es bringt für die Zukunft wieder mehr Mehrwert. Das Wichtige und Entscheidende ist, dass du das Geld fließen lässt. Also nicht bei dir auf dem Konto hortest, weil du sagst, sieht so wunderbar aus, gefällt mir, wenn die Zahl dort halt hochgeht. Klar ist das schön, das ist logisch, aber lass das Geld wirklich fließen, dass es ein Kreislauf wird, weil genau dafür sorgst du dann wiederum, dass du einen höheren Lebensstandard hast, beziehungsweise dein Unternehmen sich immer weiter mit aufbaut. Das kannst du dann einfach nicht mehr stoppen, wenn du immer im Fokus hast, einen Mehrwert für andere zu generieren. Wenn du für dich allerdings sagst, du möchtest in die Selbstständigkeit gehen, um dir selber was aufzubauen, für dich das zu generieren und hauptsächlich diesen Fokus darauf ausgelegt hast, ich sag mal, indem du den großen Reibach zu machen, ja, dann ist es so, dann hast du es auch verdient, mehr Steuern zu zahlen. Und dieser Grundgedanke, dieses Grundverständnis ist letztendlich das Geheimnis der Steuer. Denn wenn du das für dich verinnerlicht hast, schaffst du es automatisch, deinen Blickwinkel zu ändern und dadurch auch einfach weniger Steuerlast zu haben. Das war's aber auf jeden Fall erstmal wieder mit dem heutigen Video. Wir hoffen auf jeden Fall, es hat dir weitergeholfen. Wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne einen Daumen nach oben. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wir wünschen dir auf jeden Fall erstmal weiterhin viel Erfolg mit deinen Finanzen und freuen uns schon auf das nächste Mal hier bei Finanzwissen Kompakt.